Willkommen in der Vergangenheit. Das könnte man meinen bei all den Fachwerkhäusern in Mosbach. Eingebettet in die südlichen Ausläufer des Odenwaldes lässt es sich für die rund 23.000 Einwohner gut leben. Mit einer gewissen Portion Urlaubsfeeling machen wir uns auf die einstündige Fahrt über Landstraßen und Autobahnen. Und gute Stimmung erwartet auch Sie, sollte Ihr Weg am Wochenende hierher führen. Ja, das Leben in Mosbach, es floriert. Also nicht nur hier im Blumenkübel, sondern auch dahinter auf dem Marktplatz. Okay, jetzt ist gerade noch nicht so richtig viel los, aber am Wochenende, da tanzt hier die Kuh im Kettenhemd, Frau Zorn. Sie haben sich extra Zeit für uns genommen. Was kann man hier am Wochenende erwarten? Warum sollte man herkommen? Ja, wir haben hier am Samstag unseren Mosbacher Schlemmermarkt, eine der vielen Erlebnismärkte, die wir in der Stadt haben. Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten zu genießen, zu verweilen, zu schlemmen, zum Einkaufen, auch um sich was Gutes mit nach Hause zu nehmen. Auch das wäre ein Veranstaltungstipp, am Wochenende einfach mal hierher kommen, und wir erklimmen jetzt dank Ihnen den Turm und schauen uns Mosbach mal von oben an. 34 Meter ist er hoch und Teil des Rathauses, das Mitte des 16. Jahrhunderts auf den Resten einer Kirche entstand. Treppen, Treppen, Treppen. Die uns zu einem sehr interessanten Geläut führen. Und kurz vor der Spitze kommen wir an den Glocken vorbei. Die größte Glocke, das Lumpenglöckle. Wo kommt denn der Name her? Ja, das Lumpenglöckle kommt daher, es läutet jede Nacht um 10:45 und man sagte früher, die soll die Lumpen aus den Wirtshäusern heimholen. Ja, gut, 10:45, da geht man heute erst weg. Ja, so ist es. Wir gehen weiter und belohnen uns mit einer herrlichen Aussicht. Hoch! Zum Beispiel auf das Palmsche Haus mit seiner schmuckreichen Fassade, das Prachtstück der Stadt. 1610 von den Schragmüllers erbaut, die offenbar einiges auf der hohen Kante hatten. Aber natürlich war nicht jeder Bürger Mosbachs zur damaligen Zeit vermögend. Das Budget war im wahrsten Sinne schmal. Man mag es kaum glauben, aber selbst ich kann etwas ganz Besonderes verdecken, nämlich Haus Kickelhain, und da gehen wir jetzt rein. Benannt nach seinen letzten Mietern ist Haus Kickelhain eines der kleinsten freistehenden Fachwerkhäuser Deutschlands und Teil des Mosbacher Stadtmuseums. Ja, beengter Raum, nicht nur in der Breite, sondern eben auch in der Höhe. Selbst ich mit meinen schmalen 1,76 Meter habe hier wirklich Probleme und muss aufpassen, dass ich mir nicht den Kopf stoße. Aber man sieht eben auch, wie das damals war. 1591 gebaut, und auch da ging es schon darum, Geld zu sparen. Auf 26 Quadratmetern Grundfläche wurde dieses Wohnhaus errichtet und hat 52 Quadratmeter Wohnfläche. Also auf möglichst wenig Grund möglichst viel Fläche schaffen. Und wie man gewohnt hat, das sieht man dann auch Raum für Raum. Also hier sind Exponate durch die Jahrhunderte ausgestellt. Hat ein bisschen was von einem Boxspringbett heute, aber ich kann Ihnen versichern, das ist weit weniger bequem. Ja, Luxus, den wir heute kaum noch zu schätzen wissen. Nur nicht, dass Sie jetzt denken, der Segwenster lässt Sie an einem seiner intimsten Momente teilhaben, aber so waren früher eben nun mal die Toiletten. Also nicht wie bei uns heute, drauf, Deckel zu, Spülung drücken, nee. Da ging alles in ein Fass rein. So. Deckel drauf, dann noch mit einem Loch. Und so war die Nummer dann. Wenn genug drin war, hat man es fast genommen und irgendwo auf einem Feld oder auch im eigenen Garten entleert. Natürlicher Dünger eben. Ja, so war es damals. Und tatsächlich gibt es im zweiten Teil gleich mehr zur Notdurft. Aber nicht nur das. Mosbach, ein wirklich schöner Ort, der auch das ehrenamtliche Engagement der Bürger lebt. Ein Beispiel kann jeder sehen, der durch die Altstadt geht. Die Schüler von Christina Eggers haben zu alten Fotos die Geschichte dahinter recherchiert. Sie haben alte Mosbacher befragt, also Leute, die, sag ich mal, jenseits der 60 sind und die häufig schon ihr ganzes Leben in Mosbach verbracht haben, und haben sich Geschichten erzählen lassen, wie in diesem Beispiel halt, wo es um besagte Marktfrau ging, Frau Stecher, die damals auf dem Markt halt immer laut rausgebrüllt hat, was sie so zu verkaufen hat. Und daran konnten sich halt viele der alten Mosbacher auch noch sehr, sehr gut erinnern und haben mit sehr viel Leidenschaft von ihr erzählt. Die Kinder gehen also mit gutem Beispiel voran, und auch die Erwachsenen hatten an den vergangenen freiwilligen Tagen fleißig mit angepackt. Aber der 15. September rückt immer näher. In diesem Jahr suchen Sie noch nach einem Projekt. Ganz genau, wir sind dieses Jahr noch auf der Suche nach einem geeigneten Projekt, das abgeschlossen werden kann in diesem kurzen Zeitraum, das natürlich auch Interesse bei denjenigen weckt, die an diesem Projekt sich beteiligen wollen, und natürlich dann auch
an den Helfern, die sich da einbringen. Und wir werden das natürlich dann auch entsprechend unterstützen. Also, wer Ideen hat für Projekte oder ein bestimmtes Projekt, einfach rantragen an die Stadt Mosbach. Genau. Und dann los geht's. In dem Sinne, ich nehme mir das jetzt einfach mal raus. Für einen Nachhalt sorgt auch unsere weitere Stadttour. Und ach ja, da war noch was. Der Kibbelschisserbrunnen, Frau Zorn, das klingt schon mal ziemlich eindeutig. Ist es auch das, wonach es klingt? Ja, es stellt einen Weinbauer dar, der seinen vollen Kübel auf seinen Acker ausleert. Den vollgeschissenen Kübel. Sozusagen, ja. Zum Abschluss genießen wir im Landesgartenschaupark das schöne Sommerwetter. Und ich muss sagen, den Feierabend haben wir uns redlich verdient. Und so kann man auch dann einen Drehtag beenden, wunderbar mit einem Eis. Und das Schöne an nicht nur diesem Eiscafé hier, sondern auch an vielen Restaurants in Mosbach, die beteiligen sich an nette Toilette. Also gut, irgendwie die Toilette, die zieht sich durch diesen Dreh durch, aber da kann man hierher kommen, man muss noch nicht mal etwas konsumieren, sondern auch einfach, wenn einem eben mal die Blase gerade drückt, einfach hin, auf Toilette gehen, wunderbar, fertig. Wir essen trotzdem was und beenden hiermit den Dreh. Also Ihnen einen schönen Tag, kommen Sie mal in Mosbach vorbei. Guten Appetit.